Wenn Sie jemanden auf der Straße fragen, wie geht Gründen, weiß jeder. Kapital braucht man, gewisses Durchsetzungsvermögen, rücksichtslos und natürlich BWL, managen muss man können. Eigentlich wissen alle, wie es geht. Wenige tun es und noch weniger sind erfolgreich. Merkwürdig. Alle wissen, wie es geht, wenige tun es, noch weniger sind erfolgreich. Gucken wir uns mal das Thema aus der Perspektive David gegen Goliath an. So wird es hier normalerweise nicht angeguckt. Man macht einen Businessplan und die Banker oder VCs finden ihn gut oder nicht. Meistens finden ihn nicht gut. Vor allem, wenn die Idee ausgefallen ist, finden sie ihn nicht so gut. Der Banker sagt dann, da haben wir aber keine Erfahrungswerte. Ja klar, wenn eine Innovation ist, hat man keine Erfahrungswerte. Aber alle reden von Innovation, aber wenn es ernst wird, geht es um die Erfahrungswerte. Also, ein merkwürdiges Kapitel, wie so im Normalfall mit diesem Thema umgegangen wird. Wechseln wir mal die Perspektive und gucken uns an, wie sieht das aus der Rolle des David aus. Und wir sind Davids. Keiner kennt uns, keiner hat auf uns gewartet. Wir haben in der Regel kein Kapital oder nur ganz wenig. Wir sind klein und die anderen sind groß. Wir sind unerfahren und die anderen haben die Erfahrung. Wir sind neu und die anderen sind etabliert. Ziemlich schlechte Voraussetzung. Und dann kommt auch noch die Statistik, die wird meistens so ein bisschen bei den Gründerzentren und den Promotoren für Gründung nicht so gerne zitiert. 80% scheitern. Ziemlich gut belegt. Wir hatten vor einiger Zeit mal die Daniela Davenport hier vom MIT in Boston, die Ingenieurschmiede der Welt, hervorragend. Ich sagte, bei uns scheitern auch 80%, trotz bester Technologie. Ich war kürzlich in Tel Aviv, da hat es eine sehr lebendige Startup-Szene, vor allem Technologie. Und die sagen, 80% stimmt nicht, 90%. In Technologie 90% scheitern, weil sich die Technologie nicht durchsetzt, weil Konkurrenz ist unter den Firmen, weil die, die sehr kapitalkräftig sind, im Markt sehr rasch nach vorne gehen können, sodass die Kleinen schon mal überhaupt keine Chance haben. Früher hieß es, also 1 Million braucht man oder 5 Millionen, das waren schon riesige Beträge. Irgendwann vor ein paar Jahren hieß es 100 Millionen, dann hieß es 200 Millionen. Jetzt heißt es, wir müssen jetzt endlich mal in die Tasche greifen, wir müssen diese Technologie-Startups besser fördern, also 500 Millionen ist wichtig. Wir hätten eine Finanzierungslücke in Deutschland so ab 500 Millionen aufwärts. Na, sieht schlecht aus für die Davids. Wie kann ich aus der Perspektive des David etwas machen? Ich habe dazu eine Geschichte. Ich war ein paar Mal in Japan, ich fand Zen-Philosophie immer sehr faszinierend, habe viele Geschichten dazu gelesen und eine hat mich ganz besonders berührt. Und die geht ungefähr so. Ein junger Mann verliert bei einem Unfall seinen linken Arm. Und sein Traum war Kampfsport, Judo. Und jetzt hat er eine Behinderung und alle Leute sagen um ihn herum, aus der Traum. Geht nicht. Such dir was anderes. Und er hängt an seinem Traum. Und er geht zu einem Meister, einem berühmten Judo-Meister, und sagt, gibt es eine Möglichkeit für mich in diesem Kampfsport? Alle anderen haben gesagt, unmöglich. Und der Meister sagt, lass mich nachdenken. Und der Junge geht nach Haus, froh, dass er nicht gleich abgelehnt wurde, und macht sich Hoffnung und ist ungeduldig und geht zurück zum Meister und sagt, Meister, sag mir, gibt es eine Möglichkeit? Und der Meister sagt, lass mich nachdenken. Und nach ein paar Tagen kommt der Junge wieder zum dritten Mal. Und diesmal sagt der Meister, ja, ich kann mir das vorstellen. Und sie üben einen ersten Griff. Und der Meister sagt, geh und trainiere diesen Griff. Und der Junge glücklich geht, trainiert diesen Griff.
Und nach einiger Zeit kommt er wieder und sagt, diesen ersten Griff habe ich jetzt gelernt, können wir einen zweiten und dritten Griff üben. Es gibt ja hunderte von Griffen. Und der Meister sagt, geh und trainiere diesen Griff. Und der Junge misst sich mit anderen und siehe da, er gewinnt die meisten Kämpfe und er wird immer besser. Und er kann immer nur noch diesen einen Griff. Und dann wird ein Turnier angesetzt, eine Meisterschaft in dem Land, und er wird eingeladen, an diesem Turnier teilzunehmen. Und er gewinnt einen Kampf nach dem anderen bis zum Finale. Und er läuft zu seinem Meister und sagt, Meister, ich bin im Finale und ich kann nur einen einzigen Griff. Warum bringst du mir nicht mehr Griffe bei? Ich habe einen überlegenen Gegner, erfahren, stark, der viele Griffe kann. Ich kann nur einen einzigen Griff. Und der Meister sagt, geh, trainiere diesen Griff. Und dann kommt das Finale, erst der David gegen Goliath. Und er gewinnt das Finale. Und er läuft zu seinem Meister und sagt, Meister, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich kann nur einen einzigen Griff und ich habe dieses Finale gewonnen. Kannst du mir erklären, was da passiert ist? Und der Meister sagt, ja, ich kann es erklären. Zwei Gründe. Der erste Grund, das war nicht irgendein Griff, den ich dir beigebracht habe, das war ein sehr anspruchsvoller Griff. Das war ein sehr effektiver Griff, nicht irgendein Griff. Und für diesen Griff muss man lange trainieren, bis man ihn beherrscht. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund. Gegen diesen Griff gibt es nur eine einzige Verteidigung. Nur eine Verteidigung. Man muss den linken Arm des Gegners zu fassen bekommen. Mich hat diese Geschichte sehr berührt. Warum? Weil es ein Stück meiner eigenen Geschichte ist. Teekampagne. Ein Hochschullehrer möchte zeigen, dass er auch gründen kann, kommt auf Tee aus verschiedenen Gründen, hat von Tee keine Ahnung, selber Kaffeetrinker, Hochschullehrer, Deutschland berühmt für Elfenbeinturm, ziemlich unpraktisch veranlagt und sagt, da ist eine Chance. Tee ist 10-mal so teuer hier in Deutschland als am Ursprungsort in der Plantage. Es ist ein Fertigprodukt, man muss nichts mehr machen, nicht wie beim Kaffee, rösten, mahlen, Vakuum verpacken. Es ist ein fertiges Produkt, aber 10-mal so teuer. Und der Faltin geht her und recherchiert und sagt, warum ist das so? Warum kann man das nicht ganz anders machen? Weil es Konventionen gibt, Teehandel heißt Sortimentsvielfalt, ganz wichtig, große Auswahl. Und wenn ich eine große Auswahl habe, 100, 200, 300 verschiedene Sorten, dann kann ich ökonomisch gar nicht anders als zum Zwischenhändler, zum Großhändler. Da kauft man so 5 oder 10 Kiloweise und der Großhändler kauft palettenweise beim Importeur und der Importeur kauft containerweise beim Exporteur und der Exporteur kauft über die Teebörse von der Plantage den Tee. Das ist Teehandel. Noch aus der britischen Kolonialzeit, aber es wird so gemacht. Qualität eines Teehändlers im Einzelhandel liegt darin, dass er ein riesiges Sortiment hat. Und dann wird der Tee teuer. Nicht eine alte Kaufmannsregel heißt, wenn du für 1 einkaufst, für 2 verkaufen, dann bist du auf der sicheren Seite. Und dann kommt jemand, der von Tee nichts versteht und sagt, komisch, kann man das nicht ganz anders machen. Ich brauche große Einkaufsmengen, damit ich an diesen ganzen Zwischenhändlern vorbei kann. Also muss ich mich beschränken auf ganz wenig Teesorten, am besten sogar nur eine Teesorte. Aber wenn ich nur eine Teesorte habe, warum sollen die Leute bei mir kaufen? Die wollen doch Auswahl. Naja, ich kann mir aber einen guten Tee leisten, ich kann mir einen sehr guten Tee leisten. Ich muss ja beim Einkaufspreis gar nicht aufpassen, ich kann Fair Trade machen, ich kann eine Menge machen. Der Einkaufspreis ist ja ziemlich unwichtig, wenn der Verkaufspreis mal 10 ist. Also muss ich da überhaupt nicht sparen. Kurz und gut, eine Sorte Tee und die
von der Quelle eingekauft, direkt Einkauf. Und dann noch ein zweites Element war die Großpackung. Alle anderen haben Kleinpackung, warum nicht Großpackung? Und Tee hält 3 Jahre, sagen, kauf deinen Jahresvorrat in der Großpackung, sparen wir nochmal eine Menge an Verpackungsmaterial, nicht? Statt 100 Gramm, 1 Kilogramm, spart 9 Vorderetiketten, 9 Rücketiketten, 9 kleinere Tüten, 9 Verschlussetiketten, das Handling ist einfacher, kommt, ist auch eine Menge Ersparnis. Brauchen Sie nicht BWL studieren, um zu verstehen, das hat eine Reihe von Kostenvorteilen. Der David hat einen enormen Kostenvorteil und so ist es dann auch gekommen. Wir hatten ein Drittel des Preises und die Leute standen Schlange. Warum erzähle ich das? Was hat das mit der Geschichte zu tun? Mit dem perfekten Griff? Es gibt keinen Griff gegen die Teekampagne. Wenn Sie als Teehändler den teuersten Tee, Darjeeling, preiswert machen, wie die Teekampagne, wer soll denn dann noch Ihren anderen Tee kaufen? Sie ruinieren sich selber. Die Teekampagne hat ein Konzept, wo die potenziellen Konkurrenten sich ruinieren, wenn sie dieses Konzept anwenden. Es gibt keinen Griff. Es sei denn, man kommt von völlig außen, hat mit Tee nichts zu tun und sagt, ich trete gegen die Teekampagne an. Dann geht's. Hat aber in 32 Jahren niemand gemacht. Die Teehändler haben versucht und haben dann gemerkt, dass sie sich selber schaden. Dass es ein Griff ist, der sie ruiniert, nicht uns, sondern der sie ruiniert. Also es ist ein Konzept, und da steht ja auch eine lange Tüftelei dahinter und vielleicht auch der Vorteil, das soll Mut machen, wenn man von einer Sache zunächst mal nichts versteht, hat das auch einen gewissen Vorteil. Es hat den Vorteil, dass Sie unbefangen, nicht mit dieser Experten-Sichtweise, dass Sie unbefangen rangehen und dann auf Lösungen kommen, die die anderen so nicht haben, weil sie zu sehr in ihrer Betriebsblindheit drin sind. Das hören die natürlich nicht gerne, aber da ist was dran. Und nicht nur bei Tee, sondern die Erfahrung hat ja jeder gemacht. Ich sage immer, nicht gucken, wie es die anderen machen, sondern erst mal, wenn du in Tee hast, lauf durch den Wald oder wo immer du dich ein bisschen entspannst und konzentrieren kannst und denke darüber nach, wie würdest du es machen? Und dann, wenn du eine Lösung hast, geh und guck, wie es die anderen machen. So kommt man auf Innovation, auf neue Ideen. Wenn man erst guckt, wie es die anderen machen, kommen Sie auf keine neue Idee mehr. Es ist wie beim Deutschaufsatz. Wenn Sie beim Nachbarn reingucken und dessen Aufsatz lesen, sind Sie befangen in dessen Denken und kommen nicht mehr zu einem eigenen. Also Innovation heißt auch, den Mut haben, da ist Mut an dieser Stelle wichtig, zu sagen, ich denke mal selber nach, ich nehme meinen eigenen Kopf. Und ich glaube, wir unterschätzen alle unsere eigenen Kreativität. Der Hundertwasser hat gesagt, der Mangel in unserer Bildung ist Kreativität. Wir lernen alles Mögliche, aber wir lernen nicht wirklich kreativ zu sein. Jeder Mensch ist kreativ. Beuys, Josef Beuys hat gesagt, jeder ist Künstler. In dem Sinne, nicht, dass jeder Rembrandt ist, sondern dass jeder kreativ ist und in der Lage ist, über sein Leben, über seine Situation kreativ nachzudenken. Das ist das Potenzial. Das ist das Potenzial, das der David hat. In der Zen-Geschichte bei der Teekampagne und anders. Konzept. Immobilien heißt es Lage, Lage, Lage. Beim Entrepreneurship heißt es Konzept, Konzept, Konzept. Tüfteln, verwerfen, neu entwerfen, wieder verwerfen, hin und her, wie bei einem Puzzle. So lange, bis Sie ein Konzept haben, wie in der Zen-Geschichte. Dann sind Sie auf der sicheren Seite. Dann ist es nicht 80% gegen Sie. Und dann haben wir eine Chance, dieses 80-20 umzudrehen, zu sagen, 20% scheitern und 80% scheitern nicht. Warum sage ich das? Wir müssen beim Entrepreneurship genauer hingucken. Das, was da draußen so als Lösungen erzählt wird, stimmt nicht wirklich. Ich habe viele Gründergeschichten gelesen. Da heißt es, Mut ist wichtig. Klingt plausibel. Nehmen Sie mal den David gegen Goliath und der David ist mutig. Wie geht denn das aus? Ich glaube, das geht nicht gut aus. Oder nehmen Sie Disziplin. Der David tritt gegen den Goliath an mit Disziplin. Geht nicht gut aus. Oder man sagt, ja, man muss auch mal eine Niederlage einstecken. Stellen Sie vor, der David tritt gegen den Goliath ein und steckt eine Niederlage ein. Der mit dem großen Schwert und kräftig. Und dann soll der David wieder aufstehen und den zweiten Anlauf machen. Der steht aber nicht mehr auf, sondern die anderen tragen die Teile, die von ihm dann so herumliegen, zusammen und transportieren sie weg.
Also dieses mit dem Mut, das stimmt so nicht, ist nicht genau genug hingeguckt. Natürlich ist der Entrepreneur in riskantem Gelände. Er tritt gegen einen Goliath an. Es gibt immer Leute, die draußen etabliert sind und irgendetwas, was irgendwie mit dem eigenen Produkt konkurriert, schon machen. Und da schon die Erfahrung haben und etabliert sind. Da kann ich nicht so ohne weiteres gegen antreten. Da muss ich mir was einfallen lassen. Also die Chance des David ist der Kopf. Der Mut allein reicht nicht. Richtig an der Sache mit dem Mut ist, man begibt sich aus der Festanstellung in riskantes Gelände. Das ist richtig. Aber wenn ich mich in riskantem Gelände bewege, dann darf ich nicht so allzu mutig sein, sondern muss ich ausgesprochen vorsichtig sein. Wenn ich als Bergsteiger an der Eiger Nordwand in einem gefährlichen Gelände bin, dann ist es ganz wichtig, dass ich sehr vorsichtig bin und keine Risiken eingehe, weil es sonst mein letztes Risiko war, dass ich eingegangen bin. Also diese Redeweise vom Mut und Risiko ist ziemlich flach. Das nächste ist eiserne Disziplin, 14 Stunden arbeiten und so weiter. Das bringt kein Mensch auf. Das bringen Sie nur auf, wenn Sie so von Ihrer Sache begeistert sind, wenn Sie so überzeugt sind, wenn die Sache so viel Sinn für Sie macht, dann bringen Sie Disziplin auf. Aber nicht, wenn Sie fremdbestimmt sind, wenn Sie etwas machen, was Ihnen nicht liegt. Also dieses Gerede von Mut und Disziplin und viel Kapital, ja. Viel Kapital ist gut, müssen Sie erst mal bekommen. Da handeln Sie sich natürlich auch Abhängigkeit ein, falls Sie es überhaupt bekommen. Und dann versuchen Sie, mit dem anderen gleichzuziehen. Also bin David und dann hole ich mir viel Kapital und dann versuche ich, mit dem Goliath gleichzuziehen. Keine gute Voraussetzung, halte ich nicht für gut. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Goliath spielen wollen. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Dann gibt es Leute, die sagen, es geht doch um Digitalisierung. Was soll denn das alles mit Klein und Groß und David und Goliath? Es geht doch um Digitalisierung. Dann sage ich immer, sind Sie noch im Rausch oder sind Sie schon beim Kater? Im Rausch heißt Internet, Digitalisierung, großartig, was das für Möglichkeiten hat. Es verändert die Welt, es bläst die Arbeitsplätze weg, aber es macht ganz tolle Chancen und die Zukunft heißt Digitalisierung. Und da sage ich, ja, aber die Ersten haben schon den Kater. Digitalisierung, die Arbeitsplätze weg, ohne dass wir so genau wissen, was dann so passiert. Und noch schlimmer, diese ganze Überwachungstendenz, Big Data, wer analysiert die denn? Und zu welchem Nutzen, mit welchem Interessenshintergrund? Und da gibt es ja ein paar schöne Sätze dazu. Professor Helbing von der ETH Zürich hat darüber gearbeitet und sagt, das ist eine gefährliche Geschichte. Da macht jemand Big Data Analyse und verbinde das mit kommerziellem Interesse. Na, was sagt denn das über Richtigkeit? Was sagt das über Realität? Was sagt das über Wahrheit? Was sagt das überhaupt aus? Und wer profitiert davon? Also, da sind ja Filter drin. Wir sehen das, was die Suchmaschine uns vorne hinstellt. Alles andere sehen wir gar nicht mehr, weil es verschluckt sich irgendwo in den Algorithmen. Wir brauchen ein Informationssystem, das anders aufgebaut ist. Wenn wir versuchen wollen, den Kater zu vermeiden, dann müssen wir selber ran und versuchen, an diese Daten zu kommen und selber mit den Daten zu arbeiten. Klar gibt es da Start-up-Ideen, aber in dieser Richtung. So eine Idee von mir ist, den Identitätsmultiplikator, also wenn Leute über mich die Daten sammeln, von wir alle ausgehen müssen, vor allem die Geheimdienste, legal oder illegal machen die das, wie kann man sich dagegen wehren? Mit einem Multiplikator, Identitätsmultiplikator, nicht 3 Faltins, auch nicht 100 Faltins, sondern 1 Million Faltins oder noch besser 10 Millionen Faltins und das von jedem von Ihnen. Und diese 10 Millionen über Zufallsgenerator der Bewegungen im Netz
sozusagen nach Zufall generiert und dann muss man den Faltin da herausfinden unter den 10 Millionen, den echten. Haben mir Datenleute gesagt, ja, das geht aber. Man kann den Faltin, gerade weil er nicht durch Zufallsgenerator funktioniert, herausfinden. Aber es ist aufwendig. Und wenn nicht nur ich das mache, sondern wir alle das machen, dann wird es nochmal sehr viel aufwendiger. Da gewinnen wir noch ein bisschen Zeit, bis die Rechenkapazität so ist. Bis dahin fällt uns vielleicht ein bisschen was Neues ein. Also da sind Ideen gefragt, wie können wir dieser Totalüberwachung etwas entgegensetzen. So meine kleine Start-up-Idee nebenbei. Gott sei Dank, und das war ein wichtiger Schritt, ein erstaunlicher Schritt, hätte man so ohne weiteres gar nicht geglaubt, dass das so kommt und so was kommt. Wir haben das Recht auf eigene Daten, zumindest in Deutschland. Ich glaube, es gilt sogar für die EU. Das ist großartig. Aber wer von Ihnen hat jetzt die Muse und das Know-how, wie man jetzt von den anderen sich die Daten zurückholt? Eine Idee für ein Startup, sowas brauchen wir. Eine Hilfe, so ähnlich wie bei der Flugverspätung oder wenn ein Flug ausfällt, dass man das abgibt an Profis, statt dass man selber versucht, gegen die Fluggesellschaft zu klagen, dass man jemanden hat, Startup-Idee, der einem hilft, dass man die Daten zurückbekommt. Ich sage immer, die Feuerwehr der Zukunft heißt Daten löschen. Nicht Daten sammeln, sondern Daten löschen. Und das nächste ist Wissen. Entrepreneurship hängt daran, dass wir Zugriff auf Wissen haben. Das ist ja großartig. Nur unsere Generation hat über Wikipedia plötzlich Zugriff auf ein unglaubliches Maß von Wissen. Wissen, dass man alles als Komponenten einsetzen kann. Ich kann alles das, was es draußen als Wissen gibt und auch die Dienstleister, die dieses Wissen anbieten, als Komponenten für mich einsetzen. Also Konzept und Komponenten. Und dazu gehört, dass man das Wissen nicht verschwinden lässt bei irgendwelchen Privaten, sondern dass wir versuchen, ähnlich wie Wikipedia. Der Gründer von Wikipedia hätte das ja auch privatisieren können, dann hätten wir es nicht oder müssten wir bezahlen. Also es gibt ja Vorbilder von Social Entrepreneurship wie Wikipedia und nicht wenige. Und ich weiß, dass viele von Ihnen auch mit in so einer Richtung denken, nicht nur auf die Nullen starren, sondern auch ein bisschen auf den sozialen Hintergrund dabei, dass wir sagen, wir müssen uns diese Daten sichern, dieses Wissen sichern in der Form von Commons, Allmende. Früher hieß das, das funktioniert nicht. Heute sieht man doch, es funktioniert mit den richtigen Regeln, funktioniert das sogar sehr gut. Ich glaube, der Kern liegt darin, dass wir sagen, wir wollen etwas verändern, wir wollen etwas tun, wir wollen uns für etwas einsetzen, das uns bewegt, das uns etwas bedeutet. Nicht irgendetwas, was kann ich denn machen, was gibt es noch nicht und wie kann ich das über Marketing und Venture Capital in den Markt schieben, wie es Professor Kreis sehr schön gesagt hat, es wird viel zu viel produziert und dann wird es über Marketing in den Markt hineingeschoben und der, der mehr Geld hat, kann mehr hineinschieben. Ich kann als David nicht mit den Waffen des Goliath antreten. Da verliere ich. Das ist mal vornherein klar. Ich muss mir etwas anderes ausdenken. Und ich muss dieses andere auch gut beherrschen. Es nützt ja nichts, dass der David die Schleuder hat, wenn er daneben schießt. Er muss schon das Instrument, er muss sein Konzept nicht nur können, denken Sie an den perfekten Griff, er muss diesen Griff auch beherrschen. Deswegen geh und trainiere diesen Griff. Also wir müssen gute Konzepte haben, aber wir müssen auch das Instrumentarium beherrschen, mit diesen Konzepten uns dann durchzusetzen. Und die Voraussetzung dafür ist, dass wir uns engagieren, dass es etwas ist, was uns bewegt. Und da gibt es eine Menge Themen. Und ich behaupte mal, die großen Unternehmer der Geschichte, Siemens, Werner von Siemens als damals als Gründer, solche Leute, die hatten etwas, die hatten ein Gefühl für die Probleme ihrer Zeit und sie brachten etwas, was von Vorteil war, was den Menschen Vorteil gebracht hat. War es Stahl, war es Elektrotechnik oder so etwas. Und das ist später stark verloren gegangen. Die Gründer hätten nicht geplante Obsoleszenz gemacht. Da bin ich sicher. Ein Henry Ford würde nicht auf den Traum, auf die Idee kommen, Autos zu bauen, die schlecht sind oder die früh kaputt gehen oder die sich gegen den technischen Fortschritt stemmen, wie wir es jetzt erlebt haben.
Also es gibt genügend Probleme und auch solche, die so drängend sind, dass wir wirklich guten Grund haben, uns zu beschäftigen. Und noch einen anderen Vorteil hat es, wenn wir so etwas aufgreifen, dann haben wir Sympathie. Die großen Unternehmen mit ihren Verfahrensweisen haben normalerweise keine Sympathie. Die beschäftigen große PR-Abteilungen, um sich so Sympathie zu kaufen und meistens ohne Erfolg. Die Gründer, vor allem wenn sie Frauen sind, noch mehr, haben einen gewissen Sympathievorschuss. Man sagt, die sind klein, das ist David. Der David hat immer eine gewisse Sympathie. Meistens hat er verloren. In aller Regel in der Geschichte hat er verloren. Warum ist uns diese Geschichte aus der Bibel so lebendig? Weil mal der David gewinnt, während im Großen und Ganzen immer die Goliaths gewinnen. Und die Zahlen, Statistik sagt das ja auch sehr gut. Die Goliaths gewinnen, aber ab und zu gewinnt mal der David. Und ich glaube, heute werden die Karten neu gemischt. Wir haben eine Wissensgesellschaft. Wir haben nicht mehr eine Kapitalgesellschaft, wir haben eine Wissensgesellschaft. Und in der Wissensgesellschaft werden die ökonomischen Chancen neu vergeben. Wissen ist heute wichtiger als Kapital. Das sehen Sie an Silicon Valley, das sehen Sie an vielen Teilen. Diejenigen, die Wissen intelligent anwenden, haben eine Chance. Also heute sind unsere Chancen als David auch institutionell von den Rahmenbedingungen her viel besser. Und die Sympathie ist eine Chance, wenn wir etwas tun, was den Menschen hilft, was erkennbar etwas ist, was in der Gesellschaft hilft. Noch ein Satz zur Blockchain-Technologie. Wir haben einen Experten hier, Professor Nopasit, aus diesem Institut. Er ist Direktor dieses Instituts in Nordthailand, Experte für Blockchain-Technologie. Ich höre immer mit Staunen, dass er sagt, die Software ist da, kostenlos, das Know-how ist da, jeder kann Blockchain-Technologie anwenden. Sie wissen, was Internet für Information war, ist Blockchain für Transaktion. Man kann Transaktion sicherer festhalten durch Blockchain, als wenn Sie zu einem Notar gehen oder sonst wo Ihr Testament verstecken. Es ist sicherer und sehr viel preiswerter. Also Blockchain-Technologie ist eine Technologie der Zukunft. Wer in dieser Richtung denkt, Professor Nopasit hier vorne, er ist mit einer Gruppe von Masterstudenten hier, einer ganzen Delegation, und die Dekanin des Instituts ist auch hier. Also nutzen Sie das. Hier sehen Sie, wie man ein Institut, statt dass man Papier, wo so Informationen steht über das Institut, ist das der QR-Code. Ein letzter Gedanke noch. Wir wollen uns ja nicht zu Tode arbeiten, sondern wir wollen etwas tun, was uns auch das Leben besser macht. Es geht ja nicht um Geld allein, es geht um geglücktes Leben. Das ist eigentlich das Ziel. Und zu einem geglückten Leben gehört, dass ich mich nicht tot arbeite, dass ich nicht ständig scheitere und immer wieder aufstehen soll. Auch das ist so eine amerikanische Auffassung. Der deutsche Bankrott oder die deutsche Privatinsolvenz ist etwas ganz anderes als diese Pionierkultur in den USA. Natürlich bräuchten wir eine Kultur des Scheiterns, aber wir haben sie nicht. Und wir haben sie so schnell auch nicht. Da muss man ein ganzes Rechtssystem ändern. Ich bin sehr dafür, dass wir eine Kultur des Scheiterns bekommen. Ich sehe sie nur noch nicht. Und ich sehe sie noch lange nicht. Und solange wir sie nicht haben, sollten wir nicht scheitern, sondern wir sollten Proof of Concept machen. Sozusagen Scheitern light, das kleine Scheitern zu sagen, aha, ich merke, meine Annahmen stimmen nicht, streichen, neue Annahmen suchen. Aber bevor Sie ins Risiko gegangen sind, bevor Sie gegründet haben, Proof of Concept. Ein letzter Punkt. Dieser Satz von Konfuzius, 2500 Jahre alt, ist natürlich faszinierend, aber für die meisten Leute unerreichbar. Für einen chinesischen Bauern vor 2500 Jahren war das geradezu Hohn. Richtet sich der Weiß danach, ob ihm das Spaß macht, dem Bauern oder nicht? Richten sich irgendwo die Arbeitsbedingungen als Beamter oder sonst wo danach, dass die mir Spaß machen? Natürlich nicht. Wenn ich das aber übersetze auf Entrepreneurship, dann plötzlich sieht das völlig anders aus. Als Entrepreneur habe ich die Chance, mir das herauszusuchen in meinem Unternehmen, was mir Spaß macht, und alles andere abzugeben an das Team. Das ist der Vorteil, wenn man Chef ist. Chef zu sein hat ganz viele Nachteile. Jeder, der Chef war oder ist, weiß das. Alle anderen träumen davon, Chef zu sein.
Als Chef zu sein, ist ein schwerer Job. Man wird nicht geliebt, man verliert sogar eine Menge an Sympathie. Und ich sage, selbst der liebe Gott als Chef, zumindest in Deutschland mit deutschem Arbeitsrecht, würde nicht glücklich als Chef. Wenn Sie selber der Entrepreneur sind, wenn Sie selber der Gründer sind, können Sie abgeben. Alles das, wo Sie sich schwach fühlen, alles das, was Sie nicht gerne machen, abgeben. Das wird Ihnen niemand übel nehmen. Sei es an das Gründungsteam oder an Ihre Mitarbeiter, sei es als Komponenten. Das ist die ganz große Chance. Sie können sich das aus Ihrem Unternehmen herausschneiden, das Ihnen am ehesten liegt. Das kann Management sein, das kann Personalführung sein, es kann aber auch was ganz anderes sein. Dass Sie mehr Muße haben wollen, um den Horizont im Auge zu haben, dass Sie Ihr Businessmodell ständig verbessern wollen. Das ist der Punkt. Und das ist natürlich eine Riesenchance. Also nicht nur mache ich etwas Sinnvolles, und wenn ich erfolgreich bin, das wissen wir, geht es nicht um 10.000 Euro, auch nicht um 100.000, da geht es schnell um sehr hohe Beträge. Ein Unternehmen, das funktioniert, hat schnell einen Unternehmenswert von 1 Million oder mehr. Das ist gar nicht so weit weg. Ich sage immer meinen Studenten, sie können den Lottogewinn sozusagen systematisch erarbeiten im Entrepreneurship. Das ist die Chance. Das ist die Chance. Sie können sagen, ich mache etwas, aber da müssen Sie lange tüfteln, da müssen Sie lange überlegen, da müssen Sie sich ein Stück kennenlernen, da müssen Sie erkennen, wo Ihre eigenen Potenziale liegen. Also ein Stück weit geradezu Therapie, ein Stück weit Ihre Potenzialentfaltung im Sinne von was, wo stehe ich, wer bin ich, was kann ich, wo fühle ich mich wohl. Und dann ist das natürlich eine großartige Geschichte. Hat das Ganze irgendetwas mit Unternehmertum zu tun, von dem ich da erzählt habe? Ich finde nein. Wir sollten diesen Begriff wirklich abgeben. Er trifft überhaupt nicht mehr unsere Situation. Einmal, Unternehmer war früher der Zampano, der alles gemacht hat. Das Kapital aufgetrieben, die Leute gemanagt und sie eine Idee musste auch mitbringen. Noch vor nicht langer Zeit hatte ich eine Studentin, die sagte, Herr Faltin, mit dem Gründen, was Sie so erzählen, ist ja ganz einleuchtend, aber mich kriegen Sie nicht. Ich will nicht gründen. Sage ich, warum denn nicht? Ja, dann werde ich auch so ein Schwein. Sage ich, huch, warum werden Sie denn ein Schwein? Sagt die, na, ist doch klar. Sage ich, was ist klar? Na ja, zum Gründen braucht man Ellenbogen, braucht man Durchsetzungsvermögen. Da sind so Männer, diese Baulöwen-Typen, das will ich nicht sein. Diese Vorurteile, diese Klischees, und die gehen ja zurück in die deutsche Kulturgeschichte. Käthe Kollwitz, diese berühmten Bilder aus der Frühzeit des Kapitalismus. Gerhard Hauptmann, Bildungsgut in jeder besseren Schule, die Weber. Also dieses, der Unternehmer als der sozusagen Bösewicht, als der Ausbeuter, als der Zampano, als der bisschen, ja ein bisschen rücksichtslos muss man schon sein, sonst kann man sich nicht durchsetzen, ist ein Bild, was wir eigentlich aufgeben sollten. Entrepreneurship kann ganz anders gespielt werden. Befreien wir uns, Befreiungsschlag von diesem Begriff. Also nicht nur die Kollaboration mit Hitler und die ganze also deutsche Industriegeschichte, Erster, Zweiter Weltkrieg, was jetzt erst allmählich, wir sagen ja alte Geschichten, lass das doch, die junge Generation denkt da gar nicht mehr dran. Doch, die kommen ja jetzt erst hoch, die Geschichten, was da wirklich passiert ist. Also welche unglaublichen Schweinereien da passiert sind in diesen großen Unternehmen mit den sogenannten Fremdarbeitern, Kriegsgefangenen und so. Also ich finde, wir sollten das tatsächlich hinter uns lassen. Der Versuch immer zu sagen, aber Unternehmertum ist heute anders, das ist moderner und netter und freundlicher und da können Frauen mitmachen und so weiter. Ich finde, wir sollten ein Stück weit eine Zäsur machen und sagen, das war Jeffrey Timmons, der Erfinder des Businessplans, hat immer gesagt, Brontosaurier-Kapitalismus. Lassen wir das mal hinter uns und sagen, wir wollen eine andere Form. Ob das dann noch Kapitalismus ist oder wie wir das System nennen, ist eine andere Frage. Wir wollen etwas, wo wir partizipieren, wo viel mehr Menschen partizipieren als diese paar schnellen Jungs aus Silicon Valley oder diese paar Handvoll Unternehmer, die so das Unternehmertum prägen. Das ist unsere Chance. Es ist zum ersten Mal in der Geschichte, dass wir die Möglichkeit haben, ein Unternehmen zu gründen.
Es ist das erste Mal, dass man Arbeit machen kann, das stimmig zur Person ist. Dass man Selbstwirksamkeit erleben kann, dass man in der Gesellschaft etwas verändern kann, dass man stolz auf sein Kind sein kann. Ich sage immer, man setzt Ideenkinder in die Welt. Das ist doch der Punkt. Das ist das Tolle an Entrepreneurship, das ist das Spannende an Entrepreneurship. Und das hoffe ich, dass Sie das erleben, dass Sie das fühlen, dass Sie das spüren. Das ist unsere ganz große Chance für uns selber persönlich, aber auch für diese Gesellschaft.